Politisch aktiv ist er natürlich schon viel länger, aber seit 25 Jahren ist Karl Schlögl auch Bürgermeister von Purkersdorf und er hat dort einiges weitergebracht. Bürgermeister Karl Schlögl kam bereits auf eine lange und erfolgreiche Karriere als Bundes- und Kommunalpolitiker zurückblicken. Bereits in der Jugend begeisterte er sich für die Reformpolitik Bruno Kreiskys, trat der SPÖ bei und machte seinen Weg bis hin zum Innenminister. Danach kehrte Schlögl zu seinen Wurzeln zurück und ist seit 25 Jahren Bürgermeister seiner Heimatgemeinde Purkersdorf. Wie ich Bürgermeister geworden bin, war Purkersdorf eher eine kleine Stadt, eine sehr unbedeutende Stadt mit einem großen Nachholbedarf in der Infrastruktur, in der baulichen Infrastruktur, Kanal, Wasser, Gas und ähnliche Anschlüsse, aber auch in der sozialen Infrastruktur. Wir haben kaum Schulen gehabt, wir haben sehr wenig Kindergärten gehabt, das ist alles geschaffen worden. Meine größten Erfolge waren ohne Zweifel die Errichtung des Gymnasiums Purkersdorf, eine Privatschule auf meine Initiative, die dann vom Bund übernommen worden ist, das Ärztezentrum in Purkersdorf, die Revitalisierung des Sanatorium Purkersdorfs, die Ansiedlung von wichtigen Betrieben wie beispielsweise die Bundesforste. Ja, und dass Purkersdorf eine blühende Kulturstadt geworden ist. Wie kam es dazu, dass in Purkersdorf so viele große Künstler beheimatet sind? Purkersdorf ist eine Stadt, die alle Vorteile des Lebens am Land hat und gleichzeitig die Vorteile der Großstadt Wien. Purkersdorf ist eine Stadt mit sehr viel an gesellschaftlichen Leben. Purkersdorf ist eine Stadt, die sehr naturverbunden ist. 83% unserer Gemeindefläche ist Wald. Und es ist eine typische Wohnstadt, ohne dass es zur Schlafstadt geworden ist. Und darauf bin ich sehr stolz. Wie läuft die Umgestaltung des Hauptplatzes? Der erste Abschnitt ist bereits vollendet. Ziel ist es, dass der Hauptplatz größer wird, offener wird, dass er wirklich zur Begegnungsstätte der Bevölkerung in Purkersdorf wird. Und das ist in der ersten Etappe sehr, sehr gut gelungen. Und in einer zweiten Etappe rund um die Kirche, rund um die Bank Austria, wollen wir das Tor zum Stadtzentrum, zum Hauptplatz öffnen und noch attraktiver gestalten. Purkersdorf braucht auch ein Stadtzentrum, wo sich sehr viel Leben abspielt. Und welche Pläne hat Bürgermeister Schlögl noch für Purkersdorf? Wir haben noch sehr, sehr viel vor. Wir sind gerade dabei, das Stadtzentrum Purkersdorf neu zu gestalten. Ich möchte ein Projekt Junges Wohnen umsetzen. Da sollte heuer noch der Spatenstich erfolgen, weil wir dringend Wohnungen für junge Menschen brauchen, die kostengünstig sind. Wir wollen betreutes Wohnen für ältere Menschen einführen. Und darüber hinaus gibt es eine Reihe von anderen Dingen, die Sanierung des Friedhofsgebäudes und vieles mehr, das ich noch vorhabe. Zum Abschluss noch eine persönliche Frage. Was hat es mit den Astronomiebildern im Büro auf sich? Die Astronomie ist einfach faszinierend, wenn man bedenkt, dass es irrsinnig viele Sonnen gibt in unserem Universum, dass es Milliarden Sterne gibt, dass es bereits über 3000 entdeckte Planeten gibt rund um andere Sonnen. Ich glaube nicht, dass wir das einzige Leben sind in diesem Universum und das ist etwas, was mich sehr fasziniert.